So, hallo, wir machen weiter bei Isaac. Das letzte Mal haben wir einen Satan-Deal gemacht, haben fliegen gelernt. Und jetzt zum Glück direkt... Oh, wir starten direkt beim Itemraum. Wir haben durchgehende Schüsse... Oh. Hallöchen. Wir haben durchgehende Schüsse. Wir haben... Was haben wir alles? Moms Pet haben wir. Da haben wir jetzt eine Arkade wieder. Erstmal zum Shop. Erstmal Richtung Shop. Ja, das ist so, glaube ich, alles Wichtige, was wir haben. The Habit haben wir wieder. Ja. Das sollte so alles Wichtige sein. Mann, boom. Danke. Ganz viele Bomben haben wir. Also gut, so viele nicht. Aber passt. Ups, stirb. Oh ja, bitte. Und Counterfeit Penny, sodass wir also bei manchen Münzen das Doppelte kriegen, wenn wir sie einsammeln. So. Beziehungsweise eine mehr, nicht das Doppelte. Außerdem haben wir den Kompass. Genau. Und ihr seid böse. Freunde, ihr seid richtig böse. Gegen euch habe ich was. Und wir haben noch das Pad. Und ich habe aber festgestellt, dass das nicht so ganz... Ja doch, die sind jetzt da oben zum Beispiel komplett gefreezed und die hier auch. Hier funktioniert es wieder. Bei manchen Gegnern hat es letztes Mal nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne gehabt hätte. Aber wahrscheinlich ist das einfach so. Oh, mehr blaue Herzen. Gut. Hervorragend. Da geht's Richtung Shop, den machen wir gleich mal auf den Weg, sobald wir... Oh! Sobald wir den Schlüssel haben, können wir an die Geschichte rangehen. Okay, Spiel. Natürlich. Ich hab's fast damit gerechnet, dass er kommt. Ich hab fast damit gerechnet. Ja, ja, ja. So. Funktioniert's bei dir? Wahrscheinlich nur bedingt kurz. Ja, es funktioniert eine Weile auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Ja. Und den Rest macht der Bird. Und stirbt. Schön. Mehr Geld für mich. Das heißt auch mehr Geld für die Arkade. Sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage... Wir wurden ja eh schon getroffen in der Ebene. Na, was sage ich denn dazu? Ja, was sage ich denn dazu? Das ging schnell. Jetzt haben wir natürlich die Chance, dass bei den anderen auch was anderes spawnen könnte. Ja, was sage ich denn dazu? Ich glaube, wir werden in diesem Part eine lange, lange Zeit in der Arkade verbringen. Das tut mir leid. Da müsst ihr Geduld mitbringen. Oder vorskippen. Oder die Dinger explodieren ganz schnell, so wie das Ding gerade eben. Dann werden wir nicht so eine ganz lange Zeit in der Arkade verbringen. Nö, nur so ein bisschen. Okay. Mache Boom. Mache auch Boom. So, Arkade. Dann gucken wir doch mal. Herzen, komm. Das sind keine Herzen. Ach Gott! Das habe ich ganz vergessen, dass das passiert. Aber das ist, kann auch nicht schaden. Jetzt gibt's Herzen. Komm, jetzt gibst du mir Herzen. Hervorragend. Hervorragend. Maschine, gehst bitte kaputt. Ich will ein HP ab von dir bekommen. Das ist nicht kaputt. Mehr blaue Herzen. Habe ich irgendein Item, das mir mehr blaue Herzen gibt? Oder ist das Zufall gerade? Maschine will nicht kaputt gehen.
Schlüssel. Schlüssel wären auch super. Schlüssel. Gib Schlüssel. Nice. Mehr Schlüssel. Ja, komm her damit. Mehr Schlüssel. Das sind keine Schlüssel. Oh ja, das Herz jetzt. Gib mir das Herz. Das ist kein Herz. Das ist ein blaues. Nice. Mehr blaue Herzen. Das kannst du auch mir geben. Da habe ich auch nichts dagegen. Überhaupt nichts. Bin ich sogar sehr dafür. So. Mehr Geld. Oh, eine Bombe. Sehr gut. Alles her, alles her. Wir lassen nichts liegen. Immer her mit dem Zeug. Immer her mit dem Zeug. Und Schlüssel. Komm, Schlüssel. Jawohl. Und weiter geht's. Münze rein. Nix. Gib mir, was immer das war. Ich hab's nicht gesehen. Ja, mehr Schlüssel. Komm schon. Gib mir die Schlüssel. Das ist kein Schlüssel. Gib mir noch rote Herzen. Das ist eine Bombe, die nehme ich aber auch sehr gerne. Rote Herzen. Das ist auch kein rotes Herz. Rote Herzen. Damit ich die Maschine da oben weiter ausnehmen kann. Na kommt schon. Los, los. Los. Oh, Bomben. Sehr gut. Schlüssel. Bomben. Das ist auch kein Herz. Kein Schlüssel. Das ist gar nichts. Jetzt will er mir keine roten Herzen mehr geben. Oh, ein Schlüssel. Herzen! Komm jetzt aber! Herzen! Naja. Man darf ja mal träumen. Münze! Münze! Nisch! Nisch, was ich brauchen könnte. Komm schon, rote Herzen! Muss ich wieder zurücklaufen, sobald ich hier in der Ebene rote Herzen aufgespielt habe. Die wollen aber auch nicht kaputt gehen diesmal wieder. Oder wieder ganz hartnäckige Kollegen. Oh ja, mehr Münzen. Danke. Dupdi-dupsi-du-du. Du. Herzen! Ja, komm, Herzen! Herzen! Ja! Hervorragend! Komm, geh kaputt! Du willst nicht kaputt gehen, ne? Jesse! Geht doch! Da ist mein HP ab! Nice! Schön! Schön! Nichts anderes habe ich gewollt. Nichts anderes habe ich gewollt. So, dann haben wir die letzten Münzen auch noch weg. Und dann ist gut. Halbes Herz. Wenn du jetzt noch Skeeton für mich hättest, wäre ich natürlich überglücklich. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal das andere Ding holen. Ja, müssen wir. Wir müssen gerade nochmal... Moment kurz. So viel Zeit muss sein. Dupdidu. Kann man gerade mal gucken, ob hier was ist. Hier was ist. Yes. Geld. Nisch sonst. Gut. Ja, nehmen wir es mal mit. Kurz. Kurz. Mams Pet holen wir dann gleich wieder.
Aber ich habe halt noch die Möglichkeit, eventuell mehr blaue Herzen zu bekommen. Die Chance möchte ich mir nicht entgehen lassen. So. Mehr Geld. Oh ja. Oh mein Gott, da war jetzt nicht so eine Münze dabei. 29 haben wir wieder. Ich glaube, dann lassen wir es jetzt. Weil dann jetzt, wenn ich so viel Geld wieder habe, ganz ehrlich, dann würde ich doch sagen, wir gehen in den nächsten Shop. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir gehen in den nächsten Shop. Ja. Ja, 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 ja. Du stirbst. Und du stirbst. Oh, nice. Alter. Gebt euch die Kohle. Das ist doch nicht normal. So. Gut. Gut, gegen Money ist gleich Power, wäre jetzt natürlich auch nicht einzuwenden. Okay, gehen wir mal weiter in der Ebene. Die haben wir noch lange nicht geschafft. Haben uns lang genug jetzt aufgehalten. Was wir jetzt noch suchen könnten, wäre sowas wie den Mini-Geheimraum, den Super-Geheimraum, aber ich glaube, den werde ich dann doch nicht so schnell finden. Aber mal ehrlich sind. Ja, jetzt spätestens wäre der Raum da oben auch offen gewesen. Also verpasst hätten wir ihn nicht. Ihr dürft dann auch gerne sterben jetzt. Danke. Aua! Voll getroffen, dummes Feuer. So, wo gehen wir lang? Gehen wir hier lang. Da unten brauchen wir gar nicht... Oh, noch so ein Raum. Okay. Da unten brauchen wir gar nicht ausprobieren, hinzugehen. So. So. Weil das ein Blut... Oh. Du wärst natürlich interessant, aber... Bei dir muss ich Herzen zahlen. Ach so, du entspringst in Spinnen. Habe ich wieder vergessen. Das ist natürlich Bullshit. Dich werde ich nicht mehr sprengen. Habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt und... Ich werde es immer wieder falsch machen. Ich werde es immer wieder vergessen. So, ich hoffe, das hat mir jetzt keinen allzu großen Nachteil beschert. Es gibt ja durchaus Aktionen, die man nicht tun sollte während des Spiels. Weil man dann einen unglaublichen Nachteil hat. Jetzt renne ich nicht mehr zurück und hole das Blatt weg. Also, jetzt ist es gut. So, der Husk. Hallöchen. Auch bei dir ist meine Fähigkeit mit den Piercing-Shots ganz nett. So, funktioniert das jetzt? Bleibst du jetzt hier? Ja, bei dir funktioniert das auch einigermaßen. Eine Zeit lang zumindest, auf jeden Fall. Schön. Ja, ja, es kommt. Spawn, was du willst. Das interessiert mich nicht. Denn meine Schüsse gehen eh durch alles durch. Und stirb. Danke schön. Und noch ein Satanraum. Hervorragend. Was hast du diesmal für mich? Zwei Bücher, das Buch der sieben Sünden und Necronomicon. Necronomicon hat, glaube ich, einfach Schaden verursacht im Raum, ne? Und wir müssen ja bedenken, wir haben ja sowieso der Habit dabei, also wenn wir Schaden nehmen, dann lädt sich das schneller auf. Alter, wo sind die Bücher? Also die sieben Sünden, das weiß ich, das spawnt random Herz, Schlüssel, Pille, Tarotkarte oder irgendwie sowas. Das können wir auf jeden Fall eigentlich mitnehmen, glaube ich. Und das andere ist jetzt nur die Überlegung, Necronomicon macht 40 Schaden an alle Gegner im Raum. Recharge time 6 Rooms und das andere wahrscheinlich auch 6 Rooms. Nee, Book of Sin nur 4 Rooms. Dann nehmen wir das mit. So, komm her. Buch der Sünden. Setzen wir gleich mal ein. Ein Schlüssel. Prima.
Wenn es jetzt ein rotes Herz gewesen wäre, gut, dann wäre es halt Verschwendung. So, aber so denke ich mal, das ist doch ein schönes Item. Okay, weiter. Wir haben genug Schlüssel für die nächsten Shops und jetzt wollen wir auch nicht mehr getroffen werden. Jetzt sind wir wieder in einer neuen Challenge drin. Deaths ohne Schaden schaffen. Och nö. Curse of Darkness braucht kein Mensch. Das wird nicht gut gehen. Das weiß ich doch jetzt schon. Jetzt will ich hier auch noch den Shop suchen, ne? Naja, gut. Mal gucken. Vielleicht haut's ja hin. Stirbspinne. Eine Bombe. Probieren wir mal aus. Hier. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass ich... Oh. Oh. Nee. Ich habe gerade ein ganzes Herz geopfert, um ein Spacebar-Item zu holen. Du bist zwar ein geiles Item, aber... Sorry. Nee, das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Tut mir leid. Ach, wir müssen jetzt echt die ganzen Räume finden. Und zwar schnell. Ich will hier schnell durch. Und mit schnell meine ich schnell. Ohne getroffen zu werden vor allem noch. Bisher klappt das super. Aber ich sehe schon, der Raum hier wird schon wieder mein Verhängnis. Ich sehe das jetzt schon. Da sind viel zu viele Gegner und ich werde es nicht schaffen auszuweichen. Ich weiß es doch genau. Vor allem, weil ich ihn kaum... weil ich ihn kaum was abziehe und immer nur die anderen Viecher treffe. Zum Glück sind meine Schüsse durchlässig. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Und vielleicht kann ich ja gleich, wenn ich den einen habe, mit ihm dann die anderen treffen. Ja, natürlich der Plan. Wenn da so ein schwarzes Vieh rauskommt. Huah! So ein schwarzes Bumm-Vieh. Das Bumm macht. Vorsichtig. Aber Curse of Darkness, ey. Oh, fuck! Jetzt habe ich da nicht hingeguckt. Ach, und schon wieder getroffen. Mann, Mann, Mann. So was Dummes. Also haben wir es hier in The Depths auch wieder versaut. Naja. Ich habe ja auch mit nichts anderem gerechnet, ehrlich gesagt. Aber man wird ja mal träumen dürfen. Das Sündenbuch ist aufgeladen und gibt uns eine Bombe. Nö. Nicht. Vielleicht ist hier der Supergeheimraum. Das hätte mich auch gewundert. Shop. Gut, wir haben schon mal eine Geschichte gefunden. Dann brauchen wir nur noch den Itemraum und den Boss und dann hauen wir hier ab. Ich hasse Curse of Darkness. Wozu habe ich meinen Kompass? Ja, damit... Da haben wir iPhone Pills. Ja, and Puberty. Juhu, mehr Puberty. Bitte? Hab ich noch nie gehört. Was haben wir hier? Kennen wir noch nicht. Health down, komm schon. Nein! Okay. 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 Das war eine Telepille. Okay. Was bist du denn? Faith Up, Guardian Angel. Du gehst um mich rum. Habe ich dich nicht erst letztens freigespielt? Was machst du denn? Wo bist du denn, mein Freund? Da bist du. Ja, Satan mit Maggie, das ist das allerneueste Item. Den haben wir jetzt erst freigespielt. Doubles the speed of all other orbitals. Cool, also Cube of Meat ist auch noch schneller geworden. Macht 7 Damage pro Berührung. Cool. Ach, guck mal, wie schnell der Meat Cube auch jetzt sich bewegt. Cool. So, jetzt haben wir natürlich keine Ahnung, wo wir sind. Das ist nicht so gut. Wir werden den Shop nie wiederfinden.
Ah. Es müsste ein Item geben, mit dem man diesen Curse of Darkness aufheben könnte. Ich glaube, es gibt keins, oder? Wenn man die Karte einsammelt, während man den Curse of Darkness... Ich glaube, da passiert auch nichts. Ich weiß es aber nicht. Ups. Da bin ich in so ein dummes Vieh da reingelaufen, aber wir haben ja eh schon Schaden gehabt. Das ist auch egal. So. Tja, keine Ahnung, wo es lang geht. Oh je. Kann man das Boomstone-Vieh wegmachen? Das macht gerade am meisten Ärger, glaube ich. Denn der trifft mich am schnellsten und am unerwartetsten immer. Geh weg. Ja, gut. Boomstone ist erledigt. Nee. Stürbige. Nein, Stürbige. Hilfe. Keine Münzen mehr abziehen. Die eine Münze mehr abziehen, die brauche ich noch. Wir haben nämlich noch einen Job auf unserer Liste. Wir haben noch einen Job auf unserer Liste. Ja, ja, in der Tat. So. Das rote Herz bringt uns nichts. Da waren wir auch noch nicht. Scheiße. Genau denselben Raum hat er doch gerade schon. Ach. So. Stirb du mal. Na komm. Wollt ihr gleichzeitig sterben? Ja, anscheinend einigermaßen. So. Hier, geh weg. Danke. Na, die habe ich anscheinend noch nicht vorher oft getroffen. Jetzt bist du auch tot. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ach! Leck mich doch, hier ein blauer Stein, den sehe ich. Vielleicht kriege ich ihn dazu, dass er mir hier was legt. Komm mal her. Kommen Sie mal her, meine Dame. Hier. Ja, brav. Das reicht nicht, ne? Nö. Kommen Sie mal her. Ja, runter mit der Bombe. Nee. Nicht gereicht. Komm, dick hier, hier, hier. Komm halt mal her jetzt. Hier sollst du legen. Hier sollst du deine Bombe. Danke. Geht doch. Warum nicht gleich so, ha? Warum musst du dich immer erst so anstellen, Freund? Wie man ihn verarschen kann. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Cool. Guck mal, ich bin hier. Jetzt bin ich hinter dem Stein, jetzt gehst du wieder weg. Oh. Ups. Da bin ich hier nicht reingelaufen, nochmal kurz. Das kommt vor. Irgendwann musste ja so ein rotes Herz gespawnt werden, was man nicht braucht, aber okay. So, haben wir wieder ein bisschen Energie zurückbekommen. Hier waren wir natürlich auch noch nicht. Ei. So, erstmal alles töten, was man töten kann. So, dann dich. Na komm. Danke. Dich. Uah. Und jetzt dich. So, oh, Umbilical Cord. Nö. Aha. Jetzt sind wir endlich wieder am Anfang. Also, zurück zum Shop. Mensch, haben wir uns weit teleportiert, meine Herren. So, denn wir haben ja immer noch eine Pille, die wir liegen haben lassen. Nachdem wir mit Telepills entfernt wurden aus dem Shop. Liebevoll. Was bist du denn? Friends till the end. Gut. Nehmen wir natürlich mit. Und außerdem habe ich meine Karte hier natürlich auch liegen lassen. So, was fehlt jetzt noch? Der Boss. Den Itemraum hatten wir auch ab. Gut, dass der Boss hier gleich kommt. Hervorragend. Hervorragend läuft das. Hat es mich getroffen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich bin mir nicht sicher, das hat mich aber getroffen. Mistvieh. Du hattest schon mal schönere
Räumlichkeiten. Ach nee, das war ja der Pisser. Du bist ja die Weiterentwicklung vom Pisser. Kannst du nach oben eigentlich auch schießen? Ich hoffe nicht. Du schießt nicht nach oben, ne? Ich glaube nicht. Oder kannst du? Ich hoffe nicht. Wir werden sehen. Es kommt drauf an, ob du hinten Augen hast. Jetzt springst du erstmal eine Runde. Ja, du schießt auf jeden Fall zu beiden Seiten, aber das machst du, Ach, Mann, Alter. Arsch. Du triffst mich ganz schön oft. Zu oft für meinen Geschmack. Ja, Alter. Hör auf. Warum laufe ich immer vor dich? Kannst du mir das mal verraten? Hör auf, Blut zu pissen. Das ist ja eklig. Alter! Ja, diesmal habe ich mir schon gedacht, dass das kommen wird. Wenn ich hier an der Seite stehe. Ich stehe hier ganz ungünstig. Okay. Ja, der zieht mir ganz schön viel Schaden. Das ist nicht so schön. Autsch! Nochmal. Eine Karte. Ja, Mensch. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich dann den Devil mitnehme oder die Karte da. Je nachdem, was es ist. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Und ein HP ab. Das ist natürlich sehr gut. So, was haben wir hier? Death. Da nehmen wir lieber The Devil mit. Oder Devil war doch mehr Schaden. Death macht einmal Schaden und Devil macht mir mehr Schussschaden. Genau, Book of Belial-Effekt. Guti. Gut, weiter, nächste Ebene. Geld haben wir genug, Schlüssel haben wir genug. Das heißt, wir kommen in den Itemraum und wir kommen in den Shop und alles ist supi. Wenn uns nicht wieder Greed erwartet, aber pff, schauen wir mal. Okay. Ja, sollten wir recht schnell hier durchkommen eigentlich. Sieht jetzt nicht sehr lang aus, der Weg. Ja, ja. Sterbt ihr mal. Leider diesmal keine Vorfreude, denn ich habe nicht vor, zu Isaac zu gehen. So. Übrigens, was ich beim letzten Mal gesagt habe, ob man... Die Frage, ob man mit nach Satan auch in die Kathedrale gehen kann, das kann man nicht. Nur kurz der Vollständigkeit halber. Das war natürlich Blödsinn. In der letzten Folge, nicht in der vorletzten. Also halt am Ende vom Satanorden mit Maggie. Gut. Jemand hat mal gesagt, die Dinger können auch was droppen, wenn ich sie öffne. Ich probier's mal gerade. Hä? Hä? Sag mal, ich hab doch Schlüssel. Jetzt will ich's einmal probieren. Jetzt guckt euch das an. Das Schloss geht nicht auf. Voll die Verarsche, Alter. Jetzt habe ich gerade gedacht, eigentlich bin ich ganz klug, wenn ich hier stehe, aber ist ja Quatsch. Ich kann ja sowieso über dem Zeug fliegen. So. Ich gehe jetzt gleich nochmal zurück und probiere das mit dem Schlüssel nochmal. Kann ja wohl nicht angehen. Da will ich einmal so ein Ding öffnen und dann verarscht es mich das Spiel. Das kann ja wohl echt nicht angehen. Nö, ich darf da nicht durch. Okay, leck mich. geh ich halt nicht durch. Ist okay. So, hier geht's gleich zum Itemraum, nachdem ich dich umgemetzelt habe. Machen wir das halt auch noch schnell. Kein Ding. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Schön, wenn man so schnell ist, kann man den problemlos verarschen. Wie so ein Snake-Vieh. Einfach mal die komplette Fläche ablaufen lassen. Na komm. Allerdings, wir machen echt noch wenig Damage. Es dauert ganz schön lange. Nun ja, was soll's. So, stirb. Danke. Habe ich zu bald gesagt. Danke.
Geld! Oh, Poison Touch. Her damit. So. Dann können wir mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Wäre natürlich nur so eine Idee. Nein, ist er nicht. Dass das Ding hier nicht aufgeht, gibt's doch nicht. Gut, dann gehen wir zum Shop. Und dann gehen wir zum Mom. Oh, ihr wollt auch nochmal. Habt ihr nicht am Anfang des Videos schon genug gehabt? Von mir? Am Anfang des Videos, am Anfang des Ones. Wollte ich natürlich sagen. Ich sollte schon auch das sagen, was ich meine. Wenn ich es nur andeute und dann das Falsche sage, dann bringt das nicht viel. So. Sterben Sie mal. Meine Dame. Danke. Und dann haben wir hier den Shop gleich oben. Oh. Ja, dann erstmal dich. Allerdings... Nee, ich komme ja ran. Ich brauche ja gar nicht sprengen. Candle! Das gibt's ja wohl nicht. Da gibt er mir die Candle. Ich weiß, dass das Lag-up war. Da gibt er mir einfach die Candle. Oh, jetzt muss ich das Book of Sin leider liegen lassen. Also, Entschuldigung, aber das, also... Da möchte ich ja gleich mal den Miniboss erledigen mit der Candle. Zur Feier des Tages quasi, weißt du? Dann bringt uns der Itemateur jetzt natürlich auch nicht mehr so viel. Um nicht zu sagen, gar nichts. Aber scheiß drauf. Fischkopf. Sorgt dafür, dass mir Fliegen rauskommen, wenn ich getroffen werde. Ich will aber nicht mehr getroffen werden, also behalten wir Counterfeit. Wobei, brauchen wir Counterfeit Penny jetzt noch? Eigentlich ja auch nicht wirklich, ne? Eigentlich brauchen wir jetzt nicht mehr so auf Münzen gehen. Theoretisch. Wir haben genug Münzen. Schon wieder du. Du wirst auch nochmal hier mit der Candle erledigt werden. Du bist halt mit allem. Oh! Oh! Irgendwie wurde ich gerade von ganz viel Zeug auf einmal getroffen. Weiß nicht ganz, was passiert ist, aber irgendwie wurde ich gerade von ganz viel Zeug getroffen. Und wir haben den Geheimraum gefunden und... was ist das? Das sieht falsch aus. Das sieht verdammt falsch aus. Was ist das? Das sieht aus wie ein Kackhaufen. Was zur Hölle ist das? Nee, das ist nicht Guppys Hair... Ist das Guppys Hairball? Nee, das hat keine Haare. Das ist so ein... Was ist ein Kackhaufen? Das habe ich noch nie gesehen, oder doch? Das ist auch nicht The Poop. Hier, das hier wäre The Poop. Das ist es. Rohe Leber. 2 HP ab. Full Heal. Was? Holy fuck! Geiles Teil. 2 HP ab und Full Heal. Ich meine, Full Heal hat jetzt nichts gebracht, aber... What? Einfach mal 2 HP ab, das habe ich ja noch nie erlebt. Das ist ja episch. Um nicht zu sagen, geil. Sag mal, ist die Kerze jetzt eigentlich auch durchlässig? Ja, die war schon immer durchlässig. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, die Kerze ist auch nachher, auch jetzt nicht durchlässig. Okay. Wollte ich nur mal wissen. Hat mich interessiert. Hier, wir kriegen echt noch genug Münzen. Wir brauchen so Zeug gar nicht mehr wie den Fisch da, den Fischkopf. So, gehen wir zu Mom. Ich hab genug.
Voll daneben. Okay, warum nicht? Das war doch ein wesentlich besserer Schuss. Und wir setzen noch einen wesentlich besseren Schuss hinterher. Prima. Und noch einen normalen. Na ja, machen wir mit der Kerze wieder. Zack. Und solange es nicht zu viele Gegner sind, funktioniert es mit der Kerze ja auch mit der Steuerung. Ich habe da immer meine Probleme, wenn zu viel los ist, dann will sie nicht so recht. Da werde ich gleich wieder schimpfen, ich weiß es genau. Aber im Moment ist es ganz gut. So, Mom. Hallo. Zack. Einmal Kerze fürs Auge, bitte. Danke. Achtung, Fuß. Da wurde ich schon getroffen. Aber es macht ja gar nichts. Wir haben ja eh schon verkackt, dass wir hier nicht getroffen werden dürfen. Von daher ändert das jetzt nichts. Ist nur schade um die blauen Herzen. Ja, jetzt geht schon los, dass die Steuerung schwerer wird mit der Kerze. Das ist halt echt viel los. Ja, ja. Aua. Arsch. Vieh. So, stirb. Ah, zwei blaue Herzen hat es mich gekostet, das Vieh. Na gut. Ach, da ist noch ein Vieh. Ich wundere mich schon, warum es nichts passiert. Oh ja, da sind sie wieder, die blauen Herzen. Sehr schön. Polaroid nehmen wir natürlich nicht mit. Haben wir ja gerade schon erläutert, warum. Und ab dafür. Ups. Ach so, Part beenden. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Nächstes Mal dann noch Womp und Geol. Wenn es klappt. Mal gucken.